Als erstes werden die Grundlagen der Betriebswirtschaft vermittelt. Da geht es dann um Jahresabschlüsse, Bilanzen, Finanzbuchhaltung, aber auch halt finanzmathematische Schwerpunkte werden gelegt. In der zweiten Hälfte des Studiums geht es dann mehr um die gewählten Schwerpunkte. Da kann man wählen aus einem Investment-Schwerpunkt, um das grob zu erklären, und einem Rechnungslegungsschwerpunkt. Also gerade jetzt im fünften und sechsten Semester ist das ja so, dass wir die Spezialisierung haben und da können wir ja auch Kurse belegen, die uns dann persönlich sehr, oder liegen. Und da haben wir ja Mergers and Acquisitions zum Beispiel, was ein sehr interessantes Fach ist, oder auch Finanzrestrukturierung im Unternehmen. Und ja, das sind relevante Themen, finde ich, für die Wirtschaft und das sind auch dann die Schwerpunkte des Studiums. Naja, natürlich erstmal ein Fundament schaffen, ganz breit, wirtschaftlich, heißt Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht, Kommunikation, also dieses ganze Spektrum bieten wir in allen Studiengängen. Dazu kommt dann natürlich im Finance-Bereich auch schon im ersten Semester eine solide finanzwirtschaftliche Grundausbildung. Wirklich das kleine Einmaleins bringen wir allen bei. Da muss auch kein Schüler, der zum ersten Mal zu uns kommt, Angst haben. Er kriegt alles beigebracht, was er nachher für das Finanzstudium braucht. So, und dann geht es in die Spezialisierung der Finanzwirtschaft. Und da greifen wir alle wichtigen, alle praxisrelevanten Themen auf.